Wir sind wieder bei linearen Funktionen und zwar in der Praxis. Eine Praxis war auch, ich hatte daran erinnert, wir hatten es mal früher gemacht, als alles noch ein bisschen anders war, vor einem Jahr, hatten wir uns mit Zuordnung beschäftigt. Jetzt mache ich das mal ein bisschen locker mit der Skizze. Und zwar hatten wir gesagt, dass jede Kilowattstunde, also das wäre die Energie, die wir verballern, oh, das ist natürlich falsch geschrieben, Energie. Ich schreibe jetzt mal das Wort dran, damit das auch anderen Leuten auffällt, Energie, und zwar in Kilowattstunden, wenn ich zu irgendeinem Stromanbieter gehe und frage, was kostet denn das bei euch? Dass er dann sagt, naja, jedes bisschen Energie kostet meinetwegen, sagen wir, 30 Cent. Das wäre also die Kilowattstunde und hier haben wir den Preis in Euro oder Preis in Cent. Machen wir es so. Jede Kilowattstunde kostet 30 Cent. Ja, dann kosten 2 Kilowattstunden entsprechend 60 Cent und so weiter. Dann könnte ich hier eigentlich, wenn das so schön wäre, ich schreibe mal extra die 60 und die 2 ran, dann könnte ich eigentlich sagen, aha, eine Kilowattstunde mehr ergibt 30 Cent mehr. Hier hätte ich ein Steigungsdreieck oder ich habe das hier, also hier oder hier. Das sind die Steigungsdreiecke und ich kann mir dann auch durchaus grafisch ermitteln, was passiert, wie viel verbrauche ich und wie viel kostet es dann. Ich brauche dann bloß zu gucken, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kilowattstunden hier verballert hätte, dann könnte ich hier den Preis ablesen dazu, ne, wenn ich dann hier rüber gehe. Oh, dann ist der Preis verrutscht. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern uns geht es ja um unsere allgemeine Formel, die da für lineare Gleichungen lautet. Na komm, weg die Punkte. So, die da lautet, f von x ist gleich m, der Anstieg, mx plus n. Auf diese Praxis hier angewendet, müsste man dann sagen, tja, der Preis in Abhängigkeit von der Energie, schreibe ich Preis von E, ist abhängig von. Und wie müssen wir das jetzt schreiben? Schön. Hier haben wir den Anstieg, ganz genau. 30 Cent kostet eine Kilowattstunde. So, mal die Energie, die ich verbrauche, wird mein späterer Preis ergeben. Wenn ich nicht diese hässliche Grundgebühr hätte, und diese hässliche Grundgebühr, die heißt, der Stromanbieter, der will irgendwie Knete haben. Diese Gebühr hier, die will der haben. Die will der dafür haben, dass er uns den Zähler einrichtet, dass er uns im Computer führt, dass seine Angestellten dafür bezahlt werden, dass sie uns Briefe schicken und so weiter und so fort. Das Porto und. Und jetzt nehmen wir mal an, der ist richtig Kumpel und sagt, naja, ich schicke vielleicht 2 Briefe im Monat, dann kostet das insgesamt 120 Cent. Also können wir sagen, 60, 90, 120 und mehr will ich nicht. Das ist eben ein ganz netter Anbieter. Er sagt, das will ich haben, ob du was verbrauchst oder nicht. Und dann fange ich hier mit meinem Steigungsdreieck an und sage, okay, von hier aus 30 Cent hoch, ne, eine Kilowattstunde und 30 Cent hoch. Ich könnte auch ein größeres Steigungsdreieck wählen, wenn ich sage, hier ist die 2, dann gehe ich gleich 2 Kilowatt weiter und gehe dann auf 60 Cent höher von hier aus, von der Grundgebühr aus und siehe da, wenn ich jetzt hier mal ein Steigungsdreieck mache, das kleine, und ich mache dann das größere, dann sind die Dreiecke einander ähnlich. Ähnlich, weil sie alle gleiche Winkel haben. Muss ja auch so sein. So, und dann können wir hier diesen Graphen dann weiterzeichnen. Das bis dahin. Ich hoffe, das ist noch jedem klar. Solche Dinge, die muss man drauf haben, die muss man können. Und vor allem, man muss auch hier letzten Endes solche Formeln darstellen können. Das ist der Trick daran. Nochmal der Einführungstrick, wenn ich nicht weiß, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken, das von dem und so weiter, dann stelle ich mir, das habe ich extra in blau hingeschrieben nochmal, ganz leise hier ein x und hier ein f von x vor und komme dann besser klar. Dann wird nämlich das x plötzlich zu meiner Energie. Hier. Dieses x wird zu meiner Energie. Hier ist es ein x, hier ist es Energie. Und m, wissen wir ja, ich gehe entsprechend eine Einheit nach rechts und gucke dann, ob oben oder unten, wo ich hingehen muss, wie viel das ergibt. Wenn ich nach unten gehen muss, müsste hier ein Minus davor stehen. Ansonsten war das schon das M. Und die Grundgebühr, die ist relativ leicht zu ermitteln. Da sage ich, wenn das schon mal was kostet, obwohl ich nichts tue dafür, obwohl ich nichts verbrauche, dann hätte ich hier mein N, meinen Y-Achsenabschnitt und hier ist die Gebühr dann entsprechend aufzutragen. Das ist der ganze Haken. Jetzt machen wir mal noch was anderes. Und zwar
Wir hatten ja die Geschwindigkeiten und solche Dinge hatten wir ja betrachtet. Den Wind haben wir laufen lassen, ne, mit entsprechendem Steigungsdreieck und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ja auch noch beschleunigte Bewegungen. Und beschleunigte Bewegungen, die sehen ein bisschen anders aus. Da machen wir jetzt gleich eine Übung draus. Und zwar, hier schreibe ich die Beschleunigung in Meter pro Quadratsekunde ran. Entschuldigung, das war jetzt dumm. Hier schreibe ich meine Geschwindigkeit ran und hier schreibe ich meine Zeit ran. Und wir wollen mal gucken, wie sich die Geschwindigkeit ändert, wenn die Zeit entsprechend verstreicht. Wir nehmen mal hier eine Sekunde, also t in Sekunden, und die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Und wir haben folgende Änderung, und zwar die Änderung, da wird uns m sozusagen geliefert. M entspricht jetzt der Erdbeschleunigung. Und die machen wir jetzt mal rund, damit wir nicht mit Kommastellen rechnen müssen. Wir wissen ja noch, g ist 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und das runden wir einfach auf 10. Ich mache jetzt hier einfach eine 10 draus. Wir nehmen 10 Meter pro Quadratsekunde als Erdbeschleunigungswert an. Das ist auch gegeben. So, und ich möchte jetzt Folgendes wissen. Wenn ich einen Gegenstand, meinetwegen irgendwie aus dem Hausfenster rausschmeiße und der fällt. Und ich habe hier eine Sekunde ist vergangen, zwei Sekunden, drei Sekunden und so weiter. Wie viel ist jeweils die Geschwindigkeit? Das kann man ganz einmal frei ablesen. Mache ich mal eine Pause und ihr versucht mal das mit entsprechenden Achsenbezeichnungen so hinzukriegen, dass wir hier nicht 1,1 stehen haben, denn ich glaube, da kämen wir durcheinander. Und wir brauchen natürlich, also gesucht sind, sagen wir, V1, bis 4 nach 4 Sekunden und der Graph ist gesucht, also die Kurve, und gesucht ist die Funktionsgleichung, die Funktionsvorschrift. Dann schießt man los. So, schön. Wenn ich mir, ich habe das extra mal still nochmal hingeschrieben, ganz dünn, x und f von x, dann kann man das leichter ableiten hier. Also hier habe ich die Funktionsgleichung hingeschrieben und da kann ich sagen, V von t ist gleich 10 Meter pro Quadratsekunde. Ich hatte ja vorhin gesagt, unser m entspricht der Erdbeschleunigung. Also, dann ist V von t gleich 10 Meter pro Quadratsekunde mal t plus 0. Denn, wenn ich etwas hier oben rausschmeiße, dann hat es zu Anfang keine Geschwindigkeit nach unten und die wird immer schneller. So, und wenn ich jetzt V1... also von einer Sekunde ausrechnen möchte, dann brauche ich bloß einzusetzen. Ich schreibe meine 10 Meter pro Quadratsekunde dahin. Hier schreibe ich eine Sekunde hin. Und das plus 0, das schreibe ich jetzt mal der Vollständigkeit halber dahinter. Und lösche das sofort wieder, weil das können wir uns schenken. Demzufolge ergäbe das. Jetzt kann ich hier auch noch die Sekunden rauskürzen. Hier bleibt Sekunden und hier bleibt eine 1. Dann ist V1 gleich, also V1 von einer Sekunde ist, wenn die 10 Meter pro Quadratsekunde nicht gerundet werden, wären es 9,81 und so sind es 10 Meter pro Sekunde. Dann das bleibt übrig, das und das. Also sind 10 Meter pro Sekunde. Ohlala, das ist schnell. Eine Sekunde, das sind 36 Meter, Kilometer pro Stunde, nach einer Sekunde schon. Seid ihr schon mal schnell mit dem Fahrrad gegen einen Baum gefahren? Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist. Also, wir können dann auch, kommen dann auch auf die Höhe. Wie viel Höhe hat das Ding da gerade verbraucht? Das ist schon drastisch. Hier gibt es eine Frage. Ja, das sind 10 Meter pro Sekunde. Ich hatte mich hier verhauen. Ich hatte einfach die Quadratsekunde mit hingeschrieben. Nehmen wir mal V2. Nach der Funktionsvorschrift ist es gar nicht mehr so schwer. Das heißt, ich muss 2 Sekunden einsetzen. Wir hätten hier wieder das gleiche. 10 Meter pro Quadratsekunde. Mal 2 Sekunden. Jetzt lasse ich die Kürzerei mal sein, wir wissen sowieso, was rauskommt. V2, also von 2 Sekunden diese Geschwindigkeit, sind automatisch 20 Meter pro Sekunde. Die Geschwindigkeit steigt gleichmäßig. V3, das können wir jetzt im Kopf, also von 3 Sekunden der Wert, ergibt dann automatisch 30 Meter pro Sekunde. Und V4, ist ja dann auch logisch, also auf 4 Sekunden, man schreibt in der Klammer immer das, was man einsetzt, statt des Ts in diesem Fall, sind dann 40 Meter pro Sekunde. Das wird immer schneller.
Dann hätten wir diese Ergebnisse schon mal geschafft. So, jetzt kommt der Haken an der ganzen Geschichte. Ich schiebe das mal hier rüber. So, jetzt kommt der Haken an der ganzen Geschichte. Was ist, wenn wir das aber mit S machen? Jetzt wird es etwas spannender. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten mal Folgendes ermitteln, und zwar ein Wegzeitdiagramm für eine beschleunigte Bewegung. Wie sieht denn das aus? T in Sekunden wieder. Und hier habe ich die Strecke in Metern. Was passiert jetzt? Wieder Sekunden. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, aber was passiert da? Wer hat eine Idee, wie kommen wir da ran? Rein rechnerisch. Nochmal die alte Formel. S von t wäre g halbe mal t Quadrat. Und plus minus 0, das kann ich mir schenken. Und wir nehmen jetzt mal einfach plus, dass ich etwas von irgendwo oben runterschmeiße und dann mal gucke, wie schnell wird das und wie weit kommt das. Wie schnell es wird, haben wir gesehen. Jetzt, wie weit kommt das? Jetzt wird es spannend und das tragt mal ein. Er rechnet also S1, S2 und so weiter. Und dann malt den Graphen. Da bin ich mal gespannt. So, wenn ich jetzt nicht anfange, mir hier entsprechende Werte einzusetzen in die Funktionsgleichung, um dann bestimmte Werte rauszubekommen. Wir haben das mal rausbekommen. Das geht bis in der vierten Sekunde bis 80 Meter. Dann kann ich auch meine Achsen hier nicht richtig einteilen. Also können wir nichts anderes machen als 25, 50, 75, 100 Meter. So eine Einteilung zu nehmen. Fangen wir mit der ersten Sekunde an. 5 Meter. Das ist nicht schlimm. Eine Sekunde, 5 Meter. Hier habe ich 25, ein Fünftel. Also hier ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt, S2. Hier, das war der erste. Jetzt kommt der zweite, 20 Meter. Also, zweiter Punkt, 20 Meter. Nicht ganz so hoch wie 25. Denn hier steht eine 25. Der dritte Punkt, 45 Meter, also knapp vor 50. Na nu, das scheint ja was ganz Verrücktes zu werden. Und der vierte bei 80, also hier drüben ungefähr. Und wenn ich die versuche zu verbinden, dann kann ich auf keinen Fall von einer Geraden sprechen. Denn das sind lauter Abschnitte, die werde ich wahrscheinlich mit einer Kurve zu verbinden haben. Also hier habe ich keine... Wie sagt man da? Direkte Proportionalität. Das wird wahrscheinlich so kurvig weitergehen. Und hier kann ich auch nicht vom Steigungsdreieck sprechen. Das geht zwar dann im mikroskopisch Kleinen, das machen wir später mal. Aber das geht hier nicht. Ne? Wenn ich solche, und da, das sieht man auch. Wie sieht denn unsere Formel aus? Schauen wir uns die nochmal an. Hier, das ist die Funktionsvorschrift, die Formel. Und wie unterscheiden die sich hier, wenn ich sage, das wäre mein Anstieg hier, eine Art M, dann kann es ja in Ordnung sein. Aber was ist mit der Abszissen, mit dem Abszissenwert, nämlich hier mit dem sozusagen X, also mit dem T? Und da ist der Haken, da steht ein T-Quadrat dran, also kann das auf keinen Fall eine Linie ergeben. Klar warum? Gut. Also, der Vorteil an dieser gesamten Methode, S von T, V von T, weiß der Kuckuck was von T oder von der Preis, von der Leistung oder der Energie oder weiß der Kuckuck. Das Schicke ist bei der ganzen Sache, wenn man sich daran erinnert, dass das alles linearen Funktionen gehorcht, dann kann man eiskalt statt des Xs zum Beispiel ein E schreiben, statt des Ns eine Gebühr und statt des Ms, und dann mache ich das noch gelb, schreibt man einfach das, was sich aus dem Steigungsdreieck ergibt. Nämlich, wenn ich so und so viel nach rechts gehe, gehe ich so und so viel nach oben und das schreibe ich eiskalt hier hin. So viel, wie ich nach rechts gegangen bin, so viel gewinne ich oben. Das ist das Steigungsdreieck. Und das kann man auf alles Mögliche anwenden. Und selbst wenn man keine Ahnung von beschleunigten Bewegungen und Mathematik hat, aber die Formel einem vorgegeben wird, dann darf ich bloß nicht sagen, dass das hier mein Anstieg ist hier. Dann sieht das bloß so aus. Aber ich kann trotzdem mit der Formel ganz locker einsetzen, zum Beispiel eine Sekunde, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Muss bloß dran denken, dass ich es quadrieren muss. Hier habe ich keine lineare Funktion, aber sonst kann ich, ohne dass ich was weiß, immer noch Werte ausrechnen. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Wir machen in einem nächsten Video weiter. Und zwar sind wir jetzt wieder bei
etwas allgemeineren Funktionen, also jetzt geht es wieder im Stil von f von x, ist mx plus n weiter. Wir werden dazu noch ein paar Übungen machen, aber das kommt dann im nächsten Video. Also nächstes Video, ich mache das dafür, dass die Leute das dann entsprechend suchen in dem Kanal.